Ich kann dir nicht ernst bleiben in der Küche, Alter. Also. Hallo YouTube, willkommen beim nächsten Gags reagiert. Wie Ach, du verleck mich am Arsch. Nochmal. Hallo YouTube, willkommen beim nächsten Gags reagiert Video. Es geht wieder um Seven in the Wild. Wir reagieren wieder auf Sophia. Schelterbau, kann ich das? Aus der Küche heute, deswegen Hashtag Kitchen Streaming. Fragt nicht besondere Umstände. Kann ich irgendwann vielleicht mal erzählen im extra Video. Aber jetzt gehen wir mal direkt rein in die Reaction hier. Und ich stelle mich noch um, dass ich hier ein bisschen weniger Platz einnehme. Und rein da. Schauen wir mal, ob die Shelter bauen kann. Hallo. Da bin ich wieder. Wer hätte es gedacht? Ich stehe wieder vor der Kamera und zwar aus einem sehr guten Grund. Ja, mein Bewerbungsvideo ist unheimlich gut bei euch angekommen und ich freue mich. Ja, ist gut angekommen. Ich habe es mir gerne angeschaut und die Reaktion hat sich auch gut verkauft. War echt nett hier. Ja. Immer tief Luft holen, hast du recht, Benni. Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt auf das nächste Video, das wir jetzt sehen. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank für die ganzen lieben Kommentare und Nachrichten, die mich erreicht haben. Ist natürlich super schön, dass ihr genauso viel Lust auf mehr habt wie ich auch. Und ja, deswegen stehen wir auch heute hier wieder im Wald, denn ich habe direkt das nächste Projekt. Im Bewerbungsvideo ging es ja darum, ein Projekt umzusetzen, was man vorher noch nie gemacht hat. Und den ganzen waren ja eigentlich keine Grenzen gesetzt. Irgendwie leises Video, oder? Aber passt schon, glaube ich. Man durfte ja machen, was man will, wo man will, wie man will. Und ja, das Projekt Baumhaus hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht, hatte aber so direkt nichts mit Bushcraft oder Survival zu tun. Und mir ist natürlich bewusst, dass ich keinen Naja, aber Baumhaus bauen hat dann doch schon ein bisschen mit Survival und Bushcraft zu tun, oder? Wenn man 2 Wochen auf einer Insel ist, oder in Alaska oder in Kanada, dann kann man das ja auch mal machen, so ein Baumhaus. Man muss ja nicht immer unten auf der Erde was bauen. Man kann ja auch auf dem Baum, ist man oben sicherer halt. Also, von daher Kuhschrauber oder war nicht Schrauben okay. oder Holzlatten ja, in der Wildnis bei Seven vs. Wild finden werde. Trotzdem danke an die ganzen liebgemeinten Hinweise. Stimmt, aber das Material hat sie ja mitgebracht. Das hat sie nicht aus der Umgebung geholt. Das hat sie natürlich recht. Okay, schön, dass der Sound passt. Also an dieser Stelle. Ja, deswegen heute mal anders. Heute mal Shelterbau mit nur natürlichen Materialien und Okay. Werkzeug, das ich vielleicht auch bei Seven vs. Wild dabei hätte. Ohne viel rumzulabern, ich zeige euch noch kurz die Werkzeuge, die ich dabei habe und dann schauen wir einfach mal, ob ich bereit für die Wildnis wäre. So, und jetzt sind Also ich bin immer bereit. Also, ne? Rein da. zu den Gegenständen. Und zwar habe ich dabei ein Messer. Das ist Messer. zudem relativ klein, also ich glaube, es würde in die Flasche für Seven Könnte vs. Wild reinpassen, passen. ja. Dann habe ich dabei eine Handkettensäge. Die habe ich bei Survival Lily im Video gesehen und Du Scheiße, wie krass. Handkettensäge? Handsäge, nicht Kettensäge, oder? Doch, Kette ist ja. Handkettensäge, wie geil. Da kann man schön rubbeln damit hier. Oha. Stimmt, und ich hatte mir überlegt, was man in die Flasche reintun kann, was man einigermaßen sägen kann, weil so ein Beil passt nicht rein. Kleines Messer, aber eine Säge. Aber sowas ist schon cool. und mir direkt bestellen. Funktioniert richtig gut. Das wäre definitiv was, was ich sehr gerne bei Seven vs. Wild dabei hätte, was ich heute auch viel benutzen werde. Und ja, also ich bin total begeistert und zeige es euch. Ich bin total gespannt, was da rauskommt. Wie das funktioniert. Geil, Mann. Ich sitze in der Küche vor so einem 38 Zoll, der ist 95 Zentimeter von mir entfernt. Das ist alles so riesig hier gerade. Aber hier ist entspannt. Später natürlich auch nochmal. Und zum Schluss habe ich noch etwas Schnur oder Paracord dabei. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wir schauen einfach mal, wie weit wir damit kommen. Und ich würde sagen, let's go. So, also ich hatte jetzt einfach mal die Idee. Okay, also alles, was in die Flasche passen könnte und was richtige, also reelle Konditionen sind für Seven vs. Wild, okay. Kommt aber auch anstrengend kommt auf den Baum drauf an. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mal schauen, was ihr für Bäume findet. Die zwei Bäume dort zu verbinden und dann von dort aus ein Schrägdach auf die anderen zwei Bäume runterzulassen. Wir schauen einfach mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich wollte hier natürlich auch noch mal die Handkettensäge präsentieren. Genau, also Ja, eigentlich zeig mal. ziemlich selbsterklärend. Aber ich wollte es euch trotzdem noch mal Ach zeigen. so, von unten? Da. Lol. Also, man nehme die zwei Schlaufen in Ich seine dachte mal, leg den Stamm, warte.
Man legt so einen Stamm dahin und macht dann so. Also es kommt vielleicht, also sie macht es um, tut es so ringsherum und dann macht sie so. Okay, das macht natürlich viel mehr Sinn. Ah ja. Okay. Zum Glück habe ich ja einen Stamm immer dabei, Kapi. Der Stamm wird immer größer, also Und Videoplay. zwei Hände, soweit vorhanden. Das Gute ist, man kann sein Gewicht, also gut, jetzt liegt es am Boden, das heißt, ich muss mich dagegen lehnen, aber jetzt mal angenommen, es wäre wirklich ein Baum, der stehen würde, könnte ich mich reinlehnen und mein Gewicht nutzen. Ja. Aber auch so funktioniert das eigentlich super gut. Mal schauen, Ich wie und mein schnell wir Holz. den durchhaben. Boah. Alter, wie viel Zugkraft du dann hast. Das ist total geil. Boah, der schmelzt ja. What the fuck, Mann? Wie geil. Jawohl. Also wie ihr seht, Okay, das war jetzt super klein, trotzdem krass. praktisch, hätte ich wirklich gerne dabei. So schöner Zeitraffer. Upsi, liebe Leute. Okay. Schöne Konstruktion. Schön, das mit anzusehen. Erstmal im Kreis drehen. Professionell Als ob sie selbst. So ein Kreuz am Friedhof befestigt hier. Sieht es aus. Bau gesehen, ey. Ah. Jetzt den großen im Hintergrund. Macht ja sogar Spaß. Bleibst du jetzt da? Naja. Ja. Optimal. Würde da aus dem Boden wachsen. Hör, ich habe Baum gepflanzt. Wunderbar. Ach, jetzt ist das lauter. So, ich glaube, die ganze Grundkonstruktion steht soweit. Ja. Jetzt passt die Lautstärke. Ich hatte anscheinend irgendwas verschoben auszusehen im OBS. Jetzt passt die Lautstärke. Lol. Es war um ein paar Dezibel leiser. Jetzt passt die Lautstärke. Sorry. Jetzt geht es darum, das ganze Ding abzudichten Jetzt und ist es richtig. hoffentlich wind- und wasserdicht zu kriegen. Es sind gerade relativ viele Forstarbeiten hier passiert. Das heißt, es liegt viel Totholz rum, viel abgetrennte Äste. Das heißt, ich selbst muss keine Bäume beschädigen, was mir schon wichtig ist. Ja, also immer erstmal die Sachen nehmen, die am Boden liegen. Ne? Nur wenn es nicht anders geht, einfach töten. Aber töten ist nicht immer eine Lösung. Ist nicht immer eine Lösung. Ich finde, man müsste so eine Zeit hier einblenden. Naja, Belly, naja. Hast du da andere Erfahrungen gemacht? So Zeit einblenden beim Zeitraffer. Wäre mal geil. Zu sehen, wie viel Zeit er in Anspruch genommen hat. So, nachdem das jetzt soweit einigermaßen steht, denke ich, fange ich jetzt einfach mal an, das Ganze mit irgendwie Ästen oder Zweigen abzudecken. Ja, aber sieht doch schon mal nicht schlecht aus hier. Wir probieren es einfach aus und schauen, wie weit wir kommen. Ob ich sowas könnte. Das sieht dann immer so cool aus und so geil aus, wenn es fertig ist. Richtig schöne, gleichmäßige Äste hier geholt oder teilweise dann wieder abgesägt und dann dahin gelegt einfach. Das Doofe an mir, der Bär wird satt werden von mir. Eine üppige Mahlzeit wäre ich. Erinnert mich so ein bisschen an Weihnachtsbaum schmücken. Sind 10 Minuten 25, hast du recht, Benny. Wie konnte ich nur nicht daran denken hier? Muss ich irgendein Weihnachtslied singen? You, Baby. Was, Ich you hoffe, das hört baby? niemand. Ich hoffe es. So eine Verrückte im Wald, die Was, sie wollten Lagerbau. Weihnachtslied singen? Fingen mit you baby? Alles klar. Weihnachtslieder singen. Einfach Spitzname für mich, Kappa. Ach ja, wer kennt sie nicht? Ah ja, das wird kuschelig. Ich sag's euch. Optimal.
Es gibt hier auch Kappa, Benny. Du musst, glaube ich, das nur mit großem A schreiben oder so. Das letzte. Welcome bei How to. Und Gags before Kappa gibt's auch. Kannst einfach so schreiben. How to trip. Den Baum habe ich übrigens nicht gefällt. Der lag hier schon. Yeah, ich habe genau gesehen hier. Du hast den gefällt, den, alle hast du mit deiner Säge gefällt, weil du einfach seegeil warst. Schau, überall mit der Säge hier. Immer mit der Säge hier. Entschuldigung. Da, also ich muss echt sagen, dass mit der Säge, das ist phänomenal. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne das Ding. Kriegst du schon noch hin, Ben? Du kannst auch einfach anklicken, das Ganze. Ich habe das Messer bis jetzt wirklich kaum benutzt. Also, Gold wert das Ding. Stimmt, alles mit der Säge gemacht. Das ist ja echt praktisch. Ich will auch sowas. Hat sie den Link denn unten drin? Dass ich so eine Säge holen kann? Schon wie entspannt das geht. Ja. Heftig, ne? Wie man da drauf tun kann, wie sie mal besser ausschaut. Krass. So, und an alle, die kein Blut sehen können, bitte wegschauen. Ja, also es ist definitiv nicht ganz ungefährlich, damit zu arbeiten, aber... Ja, natürlich. Ja, sicher, muss man schon aufpassen. Ist ja auch scharf, trotzdem deswegen ist sie auch so gut. Um darauf zu verzichten. Ich hätte wahrscheinlich Handschuhe anziehen sollen und einfach aufpassen sollen, dass ich nicht hängen bleibe. Ja gut, man lernt draus, ist jetzt. Ja, Handschuhe immer eine gute Idee, klar, klar. Aber so macht man halt seine Erfahrung. Solange die Finger noch da sind, ist alles okay. Man hat ja 10 Finger. Nicht dramatisch, weiter geht's. Das geht schon, ich habe sogar Racing-Handschuhe, die kann ich auch dafür nutzen hier. Oh mein Gott, ich bin raus. Gute Nacht, Benny. Benny, Voodoo. Ja, mach halt noch mehr. Das wird jetzt nicht ein Shelter im Wald, sondern ein. Das wirst du noch der Wald im Shelter. Bleibt übrig. Stimmt, die andere Seite ist ja auch noch. Ja, geil. Ich habe jetzt einfach probiert, alle möglichen Äste und Zweige da drauf. Ja, kann sich sehen lassen. Sind das zwei Sägen oder was? Gibt es noch kompaktere Säge? Echt? Meinst du, wo du? Ja. Regen wird da schon noch durchkommen. Da muss man schon noch mehr drauf tun. Und besonders irgendwelche großen Blätter, damit das halt so runterläuft. Das sind jetzt nur Tannen, damit das halt ein bisschen winddichter ist. Man muss dann große Blätter oder größere Blätter drauf tun, dass das so runterläuft, die Regentropfen. Zu schmeißen. Ich würde sagen, es ist soweit relativ winddicht. Aber wasserdicht natürlich noch nicht. Ich glaube, ich probiere jetzt einfach. Also ich finde, das schaut sehr gut aus. Also kann man schon darauf aufbauen. Mit Laub und ich weiß auch nicht genau, Steinen unten die Ränder abzudichten. Es fängt an so ein bisschen zu dämmern oder zu regnen. Ich weiß es noch nicht genau. Wenn, dann wäre es eigentlich auch nicht so schlimm, weil das Wetter kann man sich ja auch nicht aussuchen. Deswegen eigentlich eine gute Probe. Aber ich würde sagen, ich halte mich jetzt einfach ran und schaue, dass ich es noch irgendwie ein bisschen dichter bekomme. Du bist doch nicht ganz dicht. Ich meine, ja, das ist noch nicht ganz dicht, hast du recht.
Das ist doch die Säge, die sie hat. Das ist doch die Säge, Voodoo. Das ist die doch. Das ist doch die Säge, die sie hat. Hier. Das ist doch die. Stahldrahtsäge. Ja, man bräuchte halt eine für Outdoor-Gartenarbeiten, Holz. Okay. Ja, sie hat schon so eine. Vielleicht hat sie eine speziellere, aber die hat schon so eine. So eine Art von, ja, doch, sowas halt. Hier steht doch auch Kettensäge. Handkettensäge für Gartenarbeit. Hier. Handkettensäge, da. Steht auch da. Hätte ich jetzt zumindest Moos oder so, wäre das Ganze ja schon wieder anders aus. Aber irgendwie. Ja, wird schon richtig sein, dass sie die hat. Die hat sie ja von Survival Lily oder sowas, oder wie, was hat sie gesagt vorhin? Hat sich der Wald an diesem Wird schon das Stern Beste sein für das hier, so im Survival-Ding. gedacht, So nein. easy, wie die das alles abgesägt hat. Komm zu Mami. Oh ja. Oh ja. Schaut Komm her. zu Mami. Ja, ich bin da. Hallo? Okay, mit Moos macht es jetzt dichter. Wegen Hab's Regen. im Gefühl, wenn es jetzt anfängt zu regnen, dann ist es wasserdicht. All I want for Christmas is Is you. you. Okay, wenn das Ganze nur mit Moos abgedichtet wäre, wäre es ja wirklich dicht. Ich muss das Ganze jetzt natürlich auch noch ausprobieren und schauen, ob ich Ja, aber reinpasse. nimm dann die Kamera mit oder so, damit man sieht, wie das ausschaut dann. Ich würde sagen, kommen Sie rein. Die Tür gibt es leider noch nicht. Die müsste noch sagen, wie groß sie ist, dass man das so ein bisschen vergleichen kann. Weil ich müsste ja so ein riesen Ding bauen mit meinen 1,95. Im nächsten Video dann. Für meinen ersten Shelter ist das auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Man hat eine Menge Platz. Ich glaube, da würde auf jeden Fall noch eine zweite Person reinpassen. Wäre ja ganz praktisch bei Surfen. Ja, okay. Zweite Großes Person. Wald. Schläft man denn dann mit dem Kopf so nach hinten? Nee, schon mit den Füßen, oder? Zum Loch. Wenn einer nicht vor der Tür schlafen muss. Genau. Ansonsten, ja, ich bin schon etwas stolz auf mich. Ja, zeig mal von innen. Oha, oha. Ey, ich war. Stopp! Moment! Lass mich gucken. Okay. Es sieht aber von innen komplett undicht aus, gell? Man sieht halt erst von innen, wo überall die Löcher sind. Das sieht man von außen halt gar nicht. Aber hier, da ist noch alles offen halt gefühlt. Hier ist auch alles offen. Aber ja, das ist ja so ein Shelter ist ja was, wie sie immer gesagt haben, Sam vs. Wild. Das ist ja so etwas, was man jeden Tag ein bisschen mehr macht. Sieht bei Tag 1 nicht genauso aus wie in Tag 5. Tut man immer wieder mal Progress haben, jeden Tag so ein bisschen. So, liebe Leute, mein Shelter steht, ist Ja. definitiv ausbaufähig, aber ich würde sagen, dafür, dass es heute mein erstes Mal richtig Shelterbau war und dass ich alleine war, ist es relativ in Ordnung. Aber das hast du vorher bestimmt gegoogelt, gib's zu. Du hast gegoogelt und hast geschaut, wie das geht. Das hast du nicht alles selbst ausgedacht. Oder das hat dir ChatGPT gesagt. Das kann auch sein. Man muss ja auch bedenken, dass wir bei Seven vs. Wild zu zweit wären. Das heißt, wir würden uns auf jeden Fall jede Menge Arbeit teilen können. Also wie gesagt, man kann auch definitiv dran arbeiten, um es wirklich komplett wasserdicht zu kriegen. Das ist es jetzt, glaube ich, noch nicht. Es hat auf jeden Fall wie immer mega viel Spaß gemacht. Es ist total Ja, interessant, einfach mir auch. herauszufinden, wo so die Stärken liegen und vielleicht auch die Schwächen. Würde es wirklich zu Seven vs. Wild kommen, wäre natürlich. Meinst du, bei den ganzen Cuts hat sie gegoogelt? Währenddessen? Aber da war doch Zeitraffer, da waren noch gar keine Cuts hier. Intensives Training angesagt und das ist auch definitiv was, wo ich euch sehr gerne mitnehmen würde. Generell glaube ich, dass ich in nächster Zeit öfter mal im Wald zu finden bin. Ja, und dann nimmst du die Kamera mit und dann filmst du dich und dann können wir mal schauen, was du da machst für Schweinereien im Wald. Ich bin dabei. I was here. Ja, ist cool. Ja, und wenn man dann angenommen wird, wenn man weiß, dass man angenommen wird, dann gibt es Training, Training, Training. Dann musst du so ein Shelter innerhalb von 2 Minuten bauen. Und das 100 Mal am Tag.
Bauen, abreißen, bauen, abreißen. Die ganze Zeit. Nichts anderes. Ich würde sagen, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, was ich noch ausprobieren kann oder ja, was auf jeden Fall noch hilfreich wäre zu üben, bevor ich dann zu Seven vs. Wild gehen würde, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich hoffe ihr auch und von dem her, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, super. Geiles Video. Shelterbau? Fragezeichen. Vielen herzlichen Dank. Abonniert habe ich ja schon. Like ist da. Ach, das mache ich gleich, Benny. Danke. Muss ich ändern, ja. So, was sagen in den Kommentaren? Schönes Video. Bodenständig, ohne selbstherrliches Gequatsche. Einfach sehr sympathisch. Okay. Ja, aber das ist ja jetzt, war ganz normal einfach. Muss man ja nicht loben, wenn es einfach normal ist. Aber ja, war ein tolles Video. Hat mir sehr gut gefallen. Hat man viel gesehen. Hm? Richtig gutes Video. Ich mag den Humor. Viel Glück bei der Bewerbung. Ja, natürlich. Auf jeden Fall auch von mir viel Glück. Klasse Video und Hütte sieht richtig gut aus. Ja, die sehen echt gut aus hier. Okay. Ja, das war toll. Das war die erste Reaction aus der Küche. Kitchen Reaction. Einfach Kitchen Reaction. Das war echt wild. Wie kann ich denn... ich mach dieses Follow-Ding, muss ich wegmachen? So, machen wir nur... Kann ich die Kamera... Hier, Filter... Das ist ja alles eine Kacke hier mit dem Ding. Jo, also wenn das Video euch gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Shelter von ihr haltet. Ich fand es okay fürs erste Mal. Ich könnte das nicht. Bin ich immer sehr, sehr begeistert, dass sie aus dem Nichts das zaubern. Und natürlich kommentieren, habe ich ja schon gesagt, abonnieren und liken. Wäre ganz nett, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ganz entspannt. Also, Shelterbau, kann ich das? Von Sophia Kuhlmann, Ende.